ein neuer Trick von mir. Ja, was mach ich, wenn ich Gefäße gedreht habe und ich komme nicht dazu, diese Gefäße abzudrehen, weil ich Kurse habe oder weil ich vielleicht unterwegs bin? Die trocknen ja dann aus und es gibt verschiedene Möglichkeiten und eine tolle Möglichkeit, wie ich finde, sind diese Boxen hier. Ich habe meine Keramik in solchen Boxen, die noch abgedreht werden müssen. Die bleiben ungefähr 2, 3, 4 Wochen bleiben die in solchen Kisten, bleiben die lederhart. Der Vorteil, du siehst, was du drin hast. Also die sind transparent und du kannst sehen, welche Gefäße drin sind und ja, sie erinnern dich dann daran. Diese Boxen übrigens kriegst du bei IKEA. Ja, ein wenig Schleichwerk. Ich kriege nichts von denen, aber ich finde es eine tolle Sache. Und zwar gibt es die in verschiedenen Größen, die heißen Sammler. Gibt es vermutlich überall auf der Welt. Sind so Boxen, gibt es wie gesagt in verschiedenen Größen. Ich habe hier ja, eine ganz, ganz große. Hier, wow. Ja, die ist riesig. Und in so einer großen Box. Da hat dann auch natürlich viel Platz. Dann habe ich für hohe Sachen habe ich etwas höhere von der gleichen Serie, auch von diesen Sammlern. Ja, wenn IKEA das sieht, können sie mir ja ein paar schicken. Aber nur Spaß. Nee, also ich finde das eine gute Sache. Die bleiben da wirklich länger lederhart, trocknen nicht aus. Und dann kannst du deine Gefäße dann abdrehen, wenn du willst. Und bei mir am Kurs, weil ich ja viele Kurse gebe, wenn die Kursteilnehmer kommen, drehen die und dann, wenn die lederhart sind, mache ich die in solche Boxen rein und dann können die dann auch später noch abgedreht werden. So sind die Kursteilnehmer nicht verpflichtet, das innerhalb von kürzester Zeit zu tun, sondern können sich etwas Zeit lassen. Wenn du das toll findest, Daumen hoch. Ich wäre froh, wenn du den Kanal abonnierst und bis zum nächsten Mal.